Also die russische Revolution ist heute Geschichte und hat unendliches Elend über sein eigenes Land gebracht und die Welt verändert. Es hat jedoch das westliche Bewusstsein für Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit sehr geschärft. Ich bin Kind der ersten Emigration und weiß wohl, was Flucht und Leid bedeutet. Trotz alledem haben wir im Krieg und auf der Flucht immer die russische Sprache, die orthodoxe Religion und unsere Tradition gewahrt. Amerika hat uns eine neue Heimat, ein neues Zuhause geboten, wofür wir unendlich dankbar waren. Ich aber habe noch eine Heimat in der geistigen, in der russischen Geistesgeschichte und fühle mich dem russischen Volk sehr nah.